Anne, mein Herz, vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Und jetzt bist du noch aufgeregter. Ich danke dir für deine Zeit. Ich freue mich extrem auf alles, was kommt. Ich habe jetzt noch ein paar Hausaufgaben zu machen für dich. Ich mache ein Demo für dich. Ich schicke dir die Lyrics. Dann kannst du ganz, ganz toll vorbereitet nach Wien reisen und wir singen das ein und let's make the magic happen. Oder? Sehr, sehr gerne. Okay. Ich freue mich so sehr. Ich freue mich auch schon. Habt einen wunderschönen Abend, ihr zwei. Liebe Grüße an den Mann. Yes? Ja. Und tschüssi. Ciao. Anne, willkommen herein. Hallo. Willkommen. Schön, dich zu sehen. Ah, ich mich so auf Anne gefreut. Also, ich bin voller Vorfreude und voller Motivation. Und die Anne bringt das einfach mit, wo immer auch sie hingeht. Genau. Und diese Positivity, die schwappt natürlich gleich über. Ja, ich bin. Ah, I cannot wait. It's gonna be a hit. Schön, euch zu sehen. Ich wollte gerade sagen, was für eine Überraschung. Ist es aber gar nicht. Nein. Seid ihr gut angekommen? Ja. Geht's euch gut? Sehr gut. Uns geht's wunderbar. Wir hoffen dir auch. Na, hervorragend. Jetzt trinken wir mal eine Tasse Tee. Komm mal mit. Also mit der Anne wurde ich ja wirklich verwöhnt in der Vergangenheit, dass alles irgendwie immer nur so geflutscht ist. Das ist natürlich meine Erwartungshaltung heute genau die gleiche. Wir gehen rein, singen es zweimal durch und dann gehen wir Kaffee trinken oder so. Das habe ich die Erwartung. Nein, wir nehmen uns natürlich Zeit. Ich will aber, dass es in erster Linie Spaß macht, weil eben so Vocal Recordings, also der Tag, wo du den Gesang aufnimmst, das ist ja immer so, oh, das ist der wichtigste Tag im Recording-Prozess. Und das ist natürlich wichtig, aber alle anderen sind das auch. Und deswegen glaube ich, so ein bisschen den Druck rauszunehmen, das ist mal das eine, was wir machen werden. Und ich glaube, es soll authentisch sein und es soll einfach die Zuhörerschaft direkt ansprechen. Jetzt sitzt da die echte Anne. Jetzt sitze ich hier. Bei dir. In Vienna, Capital City. Und heute nehmen wir ein paar schöne Vocals auf. Das hoffe ich. Na sicher, na absolut, davon bin ich überzeugt. Anne, wir haben ja eigentlich schon eine Reise hinter uns und ich finde, es war ja von Anbeginn war es Magic, at least for me. Mhm. Ich habe dir ja schon erzählt, dass gerade deine Augenbraue, da war ich dann sold, dachte ich mir, yes. Also einfach die Confidence, die du hast und die du auch gerade vor der Kamera hast, finde ich extrem beeindruckend und sehr hilfreich auch für alles, was wir machen werden. Genau, du wirst ja heute den Lukas, kennst du ja schon von deinem Call? Ja. Oder da habt ihr euch auch schon ausgetauscht? Ja, ist großartig, ja. Das hat echt super geklappt, unsere Vorstellungen, wie der Aufbau ist, wie was ist, welche Emotion hinter welchem Vers steckt und so weiter. Das hat alles super geklappt und ich denke, das kann nur gut werden, also mehr als gut. Ja, das Krasse ist, die Anne hat ja dann dieses Demo in Berlin schon eingesungen. Wie viele Zeilen gab es da? 3, 4 und ein bisschen was vom Refrain. Und das klang einfach schon, das klang schon, wie wenn eine Kylie Minogue diese Nummer singen würde oder eine Roisin Murphy. Weißt du, sie hat einfach diesen Stimmsound, der so current ist and also so timeless, dass ich mir denke, ich hoffe, dass uns die Anne dann noch kennt, wenn sie dann ein Megastar ist. Luca, mein Herz, wie schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir denn? Bestens. Das Musical macht Spaß. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Und ich werde gefühlt immer bissiger. Ja. Also wir gehen jetzt davon aus, du stehst in Malmö. Wie schaut das aus? Und von dem würden wir eine Essenz in den Schritt des ersten Live-Finales übersetzen und dann in das deutsche Fest, weil natürlich geht nicht alles auf einmal oder von Anfang an. Aber mal die große Vision zu kennen und da das Wichtigste rauszupicken und es in jeder Dimension funktionieren zu lassen. Weißt du, was ich meine? Voll. Okay.
Hallo, Schatzilein. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein. Schön, dass du da bist. Komm rein. Sehr gerne. Fleißiges. Also wir werden heute den Wahnsinns-Song einsingen, also der Luca wird ihn einsingen, nicht ich. Und es wird ballern wie nur was. Also wir werden uns viel Zeit nehmen, das so gut als möglich zu machen. Wir werden die beste mögliche Version finden. Es soll vor allem authentisch sein. Ich finde das auch gerade bei einer Aufnahme ist sehr, sehr wichtig, dass die auch spricht zu der Zuhörerschaft. Und mehr werden wir eigentlich nicht machen. Wir schauen, dass wir echt gute Vocals hinlegen und wir sind entspannt und sind eigentlich eh ständig auch am Brainstormen, für was auch alles kommen wird. Und man merkt einfach, es fügt sich immer mehr und es wird immer klarer, wie es aussehen wird, wie es klingen soll, etc. It's gonna be huge. Luki, servus! Hallo! Das ist der Luca! Schön, dich in Real Life zu sehen. Und da wird viel, viel von der österreichischen Musikszene bespielt und viel österreichische Musik gemacht. Genau. Schön. Und yes. Und wir gehen hier lang. Wir gehen hier lang. Der Luki hat sein eigenes kleines Studio. Schön. Exclusively. So, wir sind jetzt angekommen in den geheiligten Hallen vom Lukas Clement, der da hier sitzt, ist der Luki. Luki, Star-Produzent, Producer to the Stars. Und die beiden haben sich ja auch schon kennengelernt, also virtuell habt ihr euch kennengelernt. Und heute werden wir dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Wir werden die Vocals einsingen. Also du wirst die Vocals einsingen. Ich sprich da immer in der Mehrzahl, but I'm not gonna do shit. Und auf das freue ich mich schon sehr. Ich freue mich, dass wir das heute machen. Das wird super. Orgenummer. Orgesänger. Krasse Stimme. Toller Song. Und ja, das machen wir. Das gesamte Behind the Scenes 16 auf wurschtv.com. Ich bin fix und fertig.